Schau auf mich! Viele elektrische Geräte, die die Familie Watt täglich nutzt, enthalten Lithium-Akkus. Diese speichern besonders viel Energie. Man sollte sie daher sorgsam behandeln und ein paar wichtige Dinge beachten. Ein achtloser Umgang und eine heiße Umgebung könnten Lithium-Akkus beschädigen. Das kann zu Kurzschlüssen und damit zu Bränden führen. Daher gehen die Watts mit solchen Geräten besonders vorsichtig um. Sie achten auch immer darauf, dass ihre Smartphones nicht direkt in der Sonne liegen. Auch während des Aufladens der Lithium-Akkus sind sie achtsam. Sie laden diese Geräte nicht über Nacht und nur, wenn sie während des Ladens auch zu Hause sind. So können sie rechtzeitig reagieren, wenn der Lithium-Akku überlädt und überhitzt. Und wenn so ein Gerät kaputt geht? Dann schalten die Watts es sofort ab und entfernen den Akku. Sichtbare Kontakte kleben sie mit Isolierband ab. Den kaputten Akku bringen sie rasch zur Sammelstelle oder geben sie in den Sammelboxen im Geschäft zurück. Kann man den defekten Akku nicht einfach herausnehmen, bringen die Watts das Gerät rasch zu einem Reparaturbetrieb. Dort kann der Akku ausgetauscht und sicher entsorgt werden. In den Restmüll dürfen Lithium-Akkus auf gar keinen Fall, denn dort könnten sie zu Bränden führen. Merke dir! Behandle Geräte mit Lithium-Akkus achtsam und entsorge sie richtig. Mach's wie die Watts! Weitere Infos findest du auf elektro-ad.at.